Servus YouTube, herzlich willkommen zurück zu Let's Play DMC Devil May Cry. Ja, wir sind nun hier angelangt. Wir haben jetzt eben einen kleinen Kampf. Wir haben den Arbeiter im letzten Part bekommen. Ich habe jetzt gerade den Satz abgerissen, abgebrochen. Ja, wir haben im letzten Part ein paar Monster bekämpft, haben den Arbeiter bekommen. Und ja, hier geht's weiter. Ich höre eine Seele. Die ist hier hinter, glaube ich. Boom. Irgendwo. Ah, da hängt sie ja. Hey. Yeah, immer schön die ganzen Red Orbs sammeln. Ich glaube, hier können wir noch nicht lang, oder? Ne, können wir noch nicht. Dahinter ist auch eine Seele. Och, Jemine! Muss wieder richtig Gas geben hier, ne? Habe ich fast Sadistik geschafft, da hast du mich unterbrochen, du Arsch. Mäh. Brutal. Das war ich. Daran erinnere ich mich. Hirnhautentzündung kriegen nur Menschen. Du bist kein Mensch, danke. Du bist kein Mensch. Scheint das Spada zu sein? Das sieht so aus. Wo bin ich? Träume ich etwa? Nee, du träumst nicht. Na, wie kommen wir jetzt darüber? Ah, okay. Neue Fertigkeiten. Ne, Fertigkeit freigeschaltet. Opfion Dämonenhenker. An der Anker. Mein Gott, Sven, lese mal richtig. Indem du die Orpheon-Peitsche auswirfst, kannst du Gegner oder Gegenstände ergreifen und sie zu Dante hinziehen. Jawohl. Oh yeah. Wow. Wäre fast runtergesprungen. Ne, so. Ups. Ach, eine Tür. Schade, dass ich da nicht durchbreche. Nein. Zu früh. Spät genug. Wow, geil. Cooler Absprung. Komm jetzt raus. Ah, klappt schon so, wie ich es mir wünsche. Komm schon her. Ich hab die nicht gesehen. Du auch. Bams. Okay. Aber das sieht mir wirklich so aus wie Sparda. Ich kann mir das schon vorstellen. Oder ist das nicht Sparda? Wir werden es herausfinden. Wer das zum Teufel da oben und jetzt? Ist. Bam.
Erster Anker gelöst. Okay, was hast du noch zu bieten? Nur was zu zerstören hier? Nichts. Ich höre eine Seele. Wow. Boah, Glück gehabt. Ah, ich bin beinahe vorbeigelaufen. So, gucken wir mal, was hier wir haben. Aha. Kupfer, einfach, Vernichtung, töte alle Gegner innerhalb der Zeit. Ihr nervt, geht weg. Abgeschlossen. Ah, noch eine Hälfte eines Lebenskristalls. Na Quatsch, Hälfte. Ein Viertel, oder? Ein Viertel, ja, ne? Weiß ich nicht. Okay. Und die Mission auch abgeschlossen. Ich höre eine Seele. Da hängt sie doch. Jawohl. Okay. Ah, okay. Da ist wieder so eine Tür. Das ging ja leicht. Sparda! Sparda! Sie sind hier! Sie sind hier! Was zur Hölle war hier los? Wir haben uns gefunden. Wir müssen hier raus. Los! Da geht schnell. Sie lang. Komm schon, schnell! Da möchte ich jetzt noch nicht hin. Ich möchte erstmal gucken, was hier ist. Und zum Beispiel hier wieder die Spinnen. Das ist wieder das Ungeziefer. Schauen wir mal, was hier ist. Hier ist nichts. Oder? Ne, hier ist nichts. Okay. Oder? Ne? Nö, gar nichts. Okay, dann können wir da durch. Was passiert jetzt? Oh, bitte nicht, oder? Stop him. Beschützter Bartos. Mit Schild. Haha. Ihr habt mich nicht getroffen. Hehehe. Die Stimme kenne ich. Ja. Na, wer ist das, Dante? Wer ist es? Wer ist es? Das neue Brettspiel mit Figuren aus Devil May Cry. Ah, eine heilige Statue. Supi, Verbesserungen. Fertigkeiten. Gegenschritt haben wir. Rebellion. Hacker, Stufe 2. Ein bisschen mehr Schaden. Ah, okay, da ist wieder so eine Tür. Da können wir nicht durch, weil wir noch nicht irgendwie dafür das richtige Werkzeug haben. Aber ich denke, dass wir das hier bekommen. Ah, ist Eva. Das Mutter? Ich hab dich lieb, Dante. Leute. Scheiß Dämonen. Ja.
Tipp für fortgeschrittene Blocken. Blockadenbrecher. Der Orphion-Dämonenanker kann bei blockenden Gegnern für offene und verwundbare Stellen sorgen. Games. Konzeptzeichnung Dante. Und da haben wir Eva. Seine Mutter. Neue Waffe freigeschaltet. Osiris, eine Engelssense, die sehr gut dazu geeignet ist, große Gegnergruppen aus dem Weg zu räumen. Das wird ja immer besser. Anarchie haben wir nur, aber mir egal. Jetzt können wir endlich mal hier rein. Wir haben ja mal eine Seele. Die höre ich. Die ist doch da oben. Perfekt. Das Ungeziefer hier. Haben wir jetzt irgendwie noch was? Nö. Wir haben hier nichts mehr, oder? Ja, da ist nochmal eine Engelstatue. Ja, die brauchen wir nicht aktivieren. Ich will nichts mehr ausgeben. Wow. Was passiert jetzt? Ach. Ein paar Einlagen zum Springen. Aha. Naja, passt. So, jetzt. Jo, cool. Perfekt. Da ist noch eine Seele. Kommen wir da irgendwie hin? Nee. Leider nicht. Dafür brauchen wir was anderes. Bams. Was haben wir denn hier? Ich will jetzt nicht weitergehen, weil der Part auch jetzt wieder zu Ende ist. Ja, ich denke, ich mache jetzt mal eine Minute früher Schluss. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Haut rein, YouTube. Tschüss.